Hallo, guten Abend. Mein Name ist Sandra Sievers. Ich bin die Leitung des Sozialdienstes im AK St. Georg. Mein Themenbereich ist heute die Sozialberatung zum Thema Tumore im Hals-Kopf-Bereich. Ich habe so ein paar Themen vorbereitet. Ich würde mich freuen, wenn Fragen kämen. Es geht so ein bisschen querbeet sozusagen. Was passt alles zu diesem doch neuen Lebensabschnitt? Worum muss man sich kümmern? Was sind Sachen, die auch aus der Klinik kommen müssen? Das würde ich gerne einmal so ein bisschen im großen Rundumschlag machen. Wir haben in diesen Bereichen viele verschiedene Themen, die wir ansprechen werden. Ja, wir schauen einfach, wie wir so ein bisschen durch das Thema durchkommen. Wenn es um das Thema Tumorerkrankung geht, ist es immer ein großer Einschnitt in das bisher Gelebte sozusagen. Und als erstes ist immer die Frage, werde ich damit krankgeschrieben? Grundsätzlich ja, Sie werden damit krankgeschrieben. Sie bekommen 6 Wochen Lohnfortzahlung. Das läuft ganz normal sozusagen Ihr Gehalt weiter, wenn Sie angestellt sind. Wenn diese 6 Wochen vorbei sind, haben Sie ein Anrecht auf Krankengeld. Das wird von der Krankenkasse ausgezahlt, muss vom jeweiligen Onkologen bestätigt werden, dass Sie tatsächlich noch krank sind. Kann auch der Hausarzt machen. Da haben Sie Anrecht 78 Wochen im Jahr drauf. Diese 78 Wochen sind in der Regel relativ lang, können aber schneller vorbei sein, als man manchmal guckt. Wenn wir das so durchrechnen, ja, hat 57 Wochen, 56, je nachdem. Wir müssen immer gucken, dass da rechtzeitig drauf geachtet wird. Bin ich am Ende wieder arbeitsfähig? Bin ich das nicht? Werde ich am Ende auch wieder voll arbeiten können, so wie ich vorher gearbeitet habe? Was wird das Ende sozusagen meiner Behandlung bedeuten? Kann ich mich grundsätzlich wieder dort einfinden in der Tätigkeit, die ich bisher gemacht habe? Es gibt viele, viele Fragen, die dann am Ende offen sind, wo man sich rechtzeitig mit auseinandersetzen muss. Die Problematik ist ganz oft, dass die Krankenkasse bei längerfristigen AU-Bescheinigungen, ich sag mal, unruhig wird und Ihnen irgendwann empfehlen wird, gehen Sie mal zu Ihrem Rentenversicherungsträger und beantragen Sie eine Rente. Das ist an mancher Stelle sicher sinnvoll, gerade wenn abzusehen ist, dass tatsächlich eine Arbeitsfähigkeit nicht zu erwarten ist oder die Einschnitte einfach so schwer sind, dass der Beruf so wie bisher nicht ausgeübt werden kann. Grundsätzlich sollte man aber immer erst das Krankengeld bis zum Ende abfordern und auch mitnehmen. Es wird bei den Renten grundsätzlich erstmal um eine Berufsunfähigkeit gehen. Das muss beantragt werden, dauert in der Rentenversicherung leider im Moment recht lange. Das heißt, da muss man auch rechtzeitig die Anträge stellen, damit ein nahtloser finanzieller Übergang auch da ist und keine Lücken entstehen. Die Rentenversicherungsträger haben viele, viele Fragen. Die Bögen sind echt lang. Da muss man auch sich gerne Hilfe vom Profi holen beim Ausfüllen, damit man dort keine taktischen Fehler reinbaut, die grundsätzlich an den Rentenversicherungsträger dann zurückzusenden sind. Wie gesagt, es gibt dann in der Regel einen Vorstellungstermin in der Rentenversicherung bei einem dort niedergelassenen Arzt. Medizinischer Dienst, die machen nochmal eine Überprüfung, ob das, was sie eingetragen haben, tatsächlich dem entspricht. Und in der Regel wird es dann auch nochmal begutachtet durch eine, sozusagen nochmal durch eine Aktenlage oder durch die Aktenlagenbegutachtung. Und das Ergebnis dieses Ganzen kann eben eine Rente bedeuten. Die Rente ist bei Berufsunfähigkeit immer befristet, in der Regel für ein Jahr vorläufig, und dann muss eine Neubegutachtung stattfinden. Diese Rente richtet sich nach dem bisher Eingezahlten. Gerade junge Menschen haben in der Regel ja noch nicht die hohen Beträge eingezahlt. Und es kann dort schon zu relativen Einschnitten kommen, gerade was das Finanzielle halt angeht. Man lebt trotzdem weiter, man braucht seine Wohnung, Strom, Wasser, Essen. Ist das Ganze unter dem Existenzminimum, hat man dort auch die Möglichkeit, das aufzustocken über die Grundsicherung. Die Versorgung, also die finanziellen Engpässe, gerade so in Notlagen, werden auch durch Fonds zum Teil ausgeglichen. Auch da kann man Anträge stellen. Das sind relativ viele bürokratische Hürden, die man dann nehmen kann. Ich empfehle jeden in solcher Situation Mitglied zu werden, zum Beispiel im Sozialverband. Das sind relativ niedrige Beiträge, die man da zahlen muss. Das ist jährlich hängt vom Bundesland ab, 57 und 9 Euro. Ich finde, das ist durchaus erschwinglich. Kann sich dort rechtlichen Beistand holen, kann das Ganze auch bis zu einer Klage tatsächlich über den Sozialverband abwickeln, kann sich dort Hilfen holen beim Ausfüllen dieser ganzen Anträge und Fragebögen und so weiter. Und ich finde das eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte. Empfehle ich wirklich an der Stelle. Die
Patienten, die in der Klinik betreut sind und auch stationär sind, bekommen natürlich Unterstützung durch den jeweiligen Sozialdienst dort. Das geht aber tatsächlich einfach nur so lange, wie der Patient auch stationär ist. Und für die Nachversorgung nach dem stationären Aufenthalt empfiehlt sich tatsächlich, dann Mitglied im sogenannten Sozialverband zu werden. Die Problemlage ist ganz häufig, dass natürlich nicht alles in den stationären Aufenthalt reingepackt wird, sozusagen an was muss ich, worum muss ich mich kümmern, welche Anträge muss ich stellen, sodass es wirklich sinnvoll ist, auch für die Nachsorge, für die Nachzeit oder für die Zeit danach zu sorgen. Wir haben bei dem Thema Krebserkrankung ganz oft die Frage, soll ich einen Schwerbehindertenantrag stellen? Das empfiehlt sich tatsächlich für alle Menschen, die im Berufsleben stehen. Sie kriegen dort, wenn eine Schwerbehinderung festgestellt wird, tatsächlich mehr Urlaubstage zur Erholung. Sie bekommen im Zweifel Steuerermäßigungen. Für Menschen, die zum Beispiel auch kurz vor der Rente stehen, bedeutet das, dass der Renteneintritt früher stattfinden kann, dass eben nicht die im Moment 67, irgendwas Jahre geleistet werden müssen. Das empfiehlt sich tatsächlich für Menschen, die davon profitieren. Wenn sie Rentner sind, muss man immer gucken, ob das sinnvoll ist, noch diesen Antrag zu stellen. Ein Merkzeichen wird man aufgrund einer Hals-Kopf-Erkrankung in der Regel nicht bekommen. Das heißt, sie kriegen dadurch keinen Behindertenparkplatz, sie bekommen keine Ermäßigung im Kino, Freibad oder sonstiges. Also wir stellen die Anträge für Menschen im Rentenalter nur dann, wenn tatsächlich noch ein Lohnsteuerjahresausgleich gemacht wird, wenn dann, denn auch dort gibt es Ermäßigungen. Für diese Patienten ist das sinnvoll. Die Anträge gehen ans Versorgungsamt, sind nach Bundesland unterschiedlich, kann man dort anfordern, gibt es mittlerweile alle online, sind recht ausführlich. Auch da muss man gucken, dass man Befunde mit reinreicht. Also habe ich noch den Befund aus dem Krankenhaus, habe ich einen Befund vom Logopäden, habe ich einen Befund von einem mitbetreuenden Onkologen. All das ist sinnvoll, dort auch direkt mit hinzuschicken, denn was die da haben, brauchen sie nicht anfordern. Dadurch wird oft einfach Zeit vergeudet, die man anders wahrscheinlich oder vor allem, wo man schneller dann ein Ergebnis am Ende haben kann. Die Schwerbehinderten, also die Entscheidung über eine Schwerbehinderung, fällt an der Stelle tatsächlich auch die Mitarbeiter des Versorgungsamtes in Zusammenarbeit mit einem Arzt. Da ist es so, dass alle Erkrankungen anzugeben sind, also nicht nur die neuerliche Krebserkrankung, wenn Zusatzerkrankungen wie vorbestehende Geschichten da sind, zum Beispiel man hat noch eine Herz-Kreislauf-Erkrankung oder man hat eine andere körperliche Behinderung, ist das unbedingt mit anzugeben, weil das mit aufgewertet wird dadurch. Also es wird nicht summiert, aber es wird zumindest aufgewertet. Da ist es wichtig, an alles zu denken, ob es der Heuschnupfen ist oder der Ausschlag ist von, egal, all das muss damit rein. All das ist wichtig, um am Ende dort eine höhere Prozentzahl zu bekommen. Man gehört zum Kreis der Schwerbehinderten ab einem Schwerbehindertengrad von 50. Das bedeutet, wenn Sie jetzt eine 40 bekommen, dann kriegen Sie einen Brief, da steht drinne: Herzlich willkommen im Kreis der Behinderten. Aber Sie können das aufwerten lassen. Und zwar ist es wichtig, wenn Sie zum Beispiel arbeiten und im Berufsleben stehen, kann man das anpassen lassen, dass es sozusagen gleichwertig gesehen wird wie eine Schwerbehinderung von einem Grad 50. Das machen in der Regel die Arbeitsagenturen. Das ist für die Menschen wichtig, die zum Beispiel aufgrund der Schwerbehinderung besondere Arbeitsplätze zum Beispiel benötigen. Da ist es wichtig, dass das angeglichen wird. Auch da gibt es dann die Möglichkeit, Urlaubstage mehr zu bekommen und so weiter. Das ist halt was, was tatsächlich nach der Krebserkrankung eigentlich erst im Verlauf wichtig ist, worüber man sich natürlich auch schon während der Therapie Gedanken machen kann und auch die Anträge stellen kann, aber die Effekte hat man in der Regel erst danach. Man kann für jemanden, der an Hals-Kopf-Tumoren erkrankt ist, grundsätzlich auch einen Pflegegrad beantragen, wenn die Beeinträchtigungen so groß sind, dass der Mensch Unterstützung benötigt. Und zwar im Bereich der körperlichen Versorgung, das heißt waschen, anziehen, bei der Ernährung, ja, Duschen, Waschen, Toilettengang, das sind alles Kriterien, die man erfüllen muss für einen Pflegegrad. Die Pflegegrade gibt es in Deutschland 5 Stück von, beinhalten dementsprechend am Ende eine Geldleistung, die kann sowohl als auch von der Familie übernommen werden, kann auch von einem Pflegedienst zum Beispiel diese Hilfestellung übernommen werden. Wichtig ist, dass die
Beschwerden oder die Beeinträchtigung länger als 6 Monate Bestand haben müssen. Es ist auch ein gewisser Anteil an Haushaltshilfe dabei. Das heißt, es muss auch ein Bedarf bestehen an häuslicher Versorgung, Einkäufe, die den Haushalt führen, sowas wie Essen zubereiten. Das gehört da alles mit zu. Das wäre, wie gesagt, aber alles der Bedarf über die Pflegekasse. Die Versorgung der mit Familienangehörigen, zum Beispiel minderjährigen Kinder, kann über eine sogenannte Haushaltshilfe erfolgen. Auch das ist was, was über die Krankenkasse beantragt wird. Gibt es von jeder Kasse leider andere Antragsbögen. Das heißt, das muss jeweils angefordert werden. Wenn Sie bei der Barmer, TK, wie auch immer sind, muss man dort halt anrufen und sagen, ich hätte gerne den Haushaltshilfeantrag. Oft sind sie mittlerweile online, das ist ganz praktisch. Auch da können Angehörige die Pflege zum Beispiel oder Versorgung oder Unterstützung der Kinder, der Person selber in einem häuslichen Versorgungsfeld übernehmen, bekommen dafür eine Geldleistung ausgezahlt, also der Versicherte bekommt die Leistung ausgezahlt und gibt sie dann an denjenigen, der geholfen hat, weiter. Wichtig ist hier, es darf nicht der Ehepartner sein, denn das ist sozusagen eine Leistung, die im Verbund der Familie zu erwarten ist und dementsprechend auch nicht entgeltmäßig entlohnt wird. Es kann die Cousine, die Tante, die Nachbarin sein. Das sind in der Regel an der Stelle die besseren Varianten, sowas dann auch in Anspruch zu nehmen. Die Pflegegeldleistungen werden überprüft oder ob jemand ein Pflegegeld im Anspruch bzw. Pflegegrad Bedarf hat durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen. Dort muss auch wiederum ein Antrag ausgefüllt werden. Papier ist geduldig. Das geht dann an die Krankenkasse bzw. Pflegekasse. Die schalten den MDK ein, wenn sie zu Hause sind. Kommt der MDK Sie besuchen? In Zeiten Corona gibt es eine telefonische Begutachtung. Die findet dann tatsächlich so statt, dass der Gutachter Sie anruft und mit Ihnen am Telefon, also Ihnen Fragen stellt, können Sie dies, können Sie das, wie sieht's aus, wie machen Sie das, wie lange brauchen Sie dafür? Und dann wird so eine Begutachtung über den Telefonweg stattfinden. Das Geld, wie gesagt, kann dann an den Versicherten ausgezahlt werden, was dann je nach Pflegegrad jemandem zusteht, kann aber eben genauso gut auch in Sachleistung umgewandelt werden. Das heißt, ein Pflegedienst wird tätig und übernimmt die Leistungen zum Beispiel anziehen, waschen und so weiter. Ist es notwendig, dass ein Pflegedienst kommt, zum Beispiel um Medikamente zu geben? Ist das eine Leistung der SGB V und das zahlt die Krankenkasse, hat mit der Pflegekasse an der Stelle nichts zu tun. Das Thema Pflege ist relativ weitläufig, hat auch noch viel mit dem zu tun, tatsächlich, wie schwer betroffen jemand wirklich ist. Das hängt tatsächlich auch davon ab, ob dann ein Pflegeheim zum Beispiel benötigt wird, weil die häusliche Versorgung eben nicht sichergestellt ist, weil derjenige zum Beispiel alleine lebt. Da muss man eben genau gucken, A, welches Heim ist geeignet, B, was kostet das Ganze, kann ich mir das leisten, kann ich mir das nicht leisten, habe ich eventuell Besitztümer, die dafür veräußert werden müssen, damit ich mir das leisten kann, oder muss im Zweifel, weil ich das eben alles nicht habe und auch keine fließenden Einnahmen haben, die das decken, kann das Ganze auch übernommen werden über die Grundsicherung. Das heißt, das sind ergänzende Leistungen in der Pflege und die werden dann von der Grundsicherung übernommen. Das Thema Pflege beinhaltet viele, viele Aspekte. Grundsätzlich ist es schon so, dass gerade bei jungen Menschen das nicht zu erwarten ist, dass es so der Bedarf entsteht. Für ältere Menschen ist es doch häufiger so, dass wir da auch in Richtung Pflege gehen, um da die häusliche Versorgung sicherzustellen. Denn ambulant geht immer noch vor stationär und das ist das, was wir auch versuchen sicherzustellen. Und das versuchen wir halt auch aus der Klinik heraus ganz oft dann für die Betroffenen zu organisieren. Wir haben immer die Fragen auch, wie ist dann das mit den ganzen Medikamenten, die ich jetzt brauche? Was ist mit Zuzahlungen? Zuzahlungen bedeutet, Sie kriegen jetzt, wenn Sie eine Packung Tabletten vom Arzt holen, haben Sie im Moment im Jahr sozusagen, sind Ihnen 2% Ihres Einkommens als Beteiligung an der ganzen Kosten sozusagen zuzumuten. Wenn Sie eine chronische Erkrankung haben und dazu zählt eine Krebserkrankung im Hals-Kopf-Bereich, dann ist es so, dass Sie nur noch 1% Ihres Einkommens dafür aufzubringen haben. Das ist ein Nachweis, den der Hausarzt mit Ihnen zusammen ausfüllt. Das geht an die Krankenkasse, dann bekommen Sie den Befreiungsschein. Wenn Sie diese Leistung schon erbracht haben im laufenden Jahr, es gibt die Möglichkeit, auch eine Vorkasse zu leisten. Das heißt, es wird ausgerechnet, das ist der Beitrag, den Sie über das Jahr quasi leisten können. Den können Sie dann einmalig an Ihre Krankenkasse überweisen und sind für den Rest des Jahres befreit. Das
geht in der Regel halt um die Zuzahlung von Medikamenten, Zuzahlung bei Verordnungen zum Beispiel für die Physiotherapie, Zuzahlung von Krankenfahrten, Krankenhaustagegeld. Das schließt das alles mit ein. Wir haben noch das große Thema der Rehabilitation. Das ist das, was natürlich immer als erstes kommt, wenn die Behandlung abgeschlossen ist. Das heißt, nach Strahlentherapie, nach Chemotherapie ist es so, dass sie natürlich ein Anrecht auf eine Anschlussheilbehandlung haben. Das bedeutet, an der Stelle ist der Kostenträger immer die Rentenversicherung. Bei einer onkologischen Erkrankung ist der Rentenversicherungsträger derjenige, der das bezahlt. Wir finden für sie heraus, welcher Rentenversicherungsträger ist es denn. In der Regel weiß man nämlich nicht genau, was auf seinem Rentenbescheid steht, ob Bund oder Nord. Davon hängt so ein bisschen ab, wie die Anträge zu stellen sind. Wir in der Klinik sind dafür verantwortlich und diese Anschlussheilbehandlung kann auch nur aus der Klinik heraus organisiert werden. Wir haben nach ihrer Behandlung immer theoretisch zwei Wochen Zeit, dass die Reha angetreten werden kann. Bei onkologischen Erkrankungen geht das Ganze auch bis 3 oder 4 Wochen. Die Kliniken möchten gerne Patienten nochmal sozusagen erst dann aufnehmen, wenn sie schon mal 2 Wochen, 3 Wochen zu Hause waren. Geht auch um die Strahlenbelastung und es geht auch darum, dass wirklich der Patient selbstständig ist. Für eine Reha muss man reha-fähig sein. Das heißt, man muss alleine über den Flur kommen, man muss auch eine Treppe steigen können, sich alleine an- und ausziehen können. Man bekommt allerdings Unterstützung, wenn zum Beispiel ein Tracheostoma gelegt worden ist. Das ist was, was dort auch übernommen werden kann und was auch in der Reha weiterversorgt werden kann. Die Reha geht in der Regel 28 Tage, kann verlängert werden, hängt von ihrem Zustand ab, hängt davon ab, ob es noch einen weiteren Bedarf gibt. Das wird vor Ort entschieden. Der jeweilige Reha-Arzt wird mit Ihnen besprechen, ob es einen weiteren Bedarf gibt einer Verlängerung oder ob die ganze Therapie Ihnen in 3 Wochen sozusagen so viel gebracht hat, dass Sie sich fit fühlen, wieder in den Alltag zurückzukehren. Das ist das Ziel der Rehabilitation. Die Reha nach der direkten sozusagen Erkrankung ist die Anschlussheilbehandlung und die weiterführende Reha ist dann tatsächlich was, was alle 2 Jahre beantragt werden kann, auch wieder beim Rentenversicherungsträger. Bei einer onkologischen Erkrankung ist es immer der Rentenversicherungsträger, der für sie zuständig ist. Ich habe eine Frage und ich würde sie einmal vorlesen. Ich kann nicht mehr gut laufen. Wie bekomme ich einen Schwerbehindertenparkplatz oder Ausweis? Tatsächlich ist es so, dass das auch über den Antrag der Schwerbehinderung geht. Und da geht es um das Merkzeichen. Auf der Rückseite der Schwerbehindertenausweise sind jeweils Merkzeichen, die dann sozusagen anerkannt werden müssen. Und Sie brauchen ein G wie gehbehindert und Sie brauchen ein H wie hilflos. Das heißt, dann kann ein Schwerbehindertenausweis so ausgestellt werden, dass Sie auch das Anrecht auf einen Parkplatz, auf den sogenannten Behindertenparkplatz haben. Die werden gesondert sozusagen bewilligt. Die muss man auch gesondert beantragen. Es wird aber in dem normalen Antrag mit abgefragt. Dort kann man also wenn das tatsächlich bewilligt wird, bekommt man einen zusätzlichen Ausweis, den man dann im Auto hinterlässt und der einen berechtigt, auf diesen Parkplätzen zu stehen. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Wir haben noch ein Thema, was bei uns in der Klinik immer wieder häufiger aufkommt. Das ist das Thema, was mache ich dann, wie sorge ich für meine Angehörigen, was kann ich denen mit an die Hand geben, falls mir doch was passiert, also das Thema Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht. Für uns ist eigentlich in der Klinik immer gut, wenn es sowas gibt wie eine Vorsorgevollmacht. Das bedeutet, ich habe mich entschieden, ich möchte gerne, dass mein Partner, meine Mutter, meine Schwester für mich entscheidet in einer Situation, wo ich nicht mehr entscheidungsfähig bin. Das heißt, ich habe mit denen gesprochen, habe denen gesagt, ich möchte das aber nicht, ich möchte nicht reanimiert werden oder ich möchte nicht ernährt werden oder ich möchte das auf jeden Fall. Das ist was, was immer eine gute Kommunikation voraussetzt. Das heißt, es muss in der Familie besprochen worden sein. Es muss mit demjenigen, der sozusagen dem die Vollmacht gegenüber ausgestellt worden ist, wirklich klar kommuniziert sein. Es hilft nicht, sich zu überlegen, ich setze da mal meine Tochter ein. Die weiß aber gar nicht, was ich will, weil wir haben ja nie offen über dieses Thema gesprochen. Das ist was ganz Wichtiges, was als Voraussetzung gegeben sein muss. Das zweite Papier, was dann oft angefragt wird, ist die Patientenverfügung. Da gibt es im Internet eine Menge Vordrucke, oft mit Kreuzchen rechts, Kreuzchen links, die eine gute Grundlage sind, um sich um dieses ganze Thema mal Gedanken zu machen.
In der Regel aber muss eine handschriftliche Ergänzung darauf erfolgen. Das heißt, man muss sich wirklich nochmal tiefgründig Gedanken machen. Man kann fast gar nicht alle Eventualitäten in so einer Patientenverfügung abbilden, sodass es aus unserer Sicht oft ratsamer ist, zumindest diese Vorsorgevollmacht zu haben, sich wirklich mit der Familie, wie gesagt, Freunden, Bekannten, wer auch immer dort eingesetzt wird, ausgetauscht zu haben und zu sagen, so kann ich es mir vorstellen und das möchte ich auf gar keinen Fall. Denn das ist was, was uns gerade in der Behandlung dann oft am wichtigsten ist, dass wir glaubhaft vermittelt bekommen, das wäre der Wunsch unseres Patienten und der wird uns so vermittelt, dass wir das annehmen können und dass wir dem auch Folge leisten können. In den Patientenverfügungen gibt es immer so Passagen wie, ich möchte nicht ernährt werden. Was bedeutet das dann? Möchte ich wirklich verhungern? Habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Das sind so ganz einschneidende Themen und auch ganz belastende Themen und das ist auch nichts für einen Sonntagnachmittagskaffee, das ist uns alles völlig klar. Aber das ist was, worüber wir uns alle, da können wir uns auch nicht ausschließen, Gedanken machen müssen und was wir auch in irgendeiner Weise festhalten müssen. Und das geht eben auch durch die verbale Variante, dass wir das aussprechen, mit unseren Vertrauten besprechen und den Vertrauten dann einsetzen. Es muss nicht nur eine Person sein, es können mehrere Personen sein. Es kann auch sein, dass man sagt, ich möchte, dass meine Geschwister sich abstimmen. Also ich möchte nicht nur einen einsetzen, sondern ich habe zwei Geschwister. Ich möchte gerne, dass die beiden das absprechen und abstimmen. Und ich möchte, dass die am Ende für mich entscheiden, weil die wissen, wie ich gelebt habe, die wissen, was ich eben nicht möchte und mit denen ist das alles besprochen. Das muss oder wir empfehlen, es muss nicht, aber wir empfehlen es tatsächlich einmal jährlich auch mit einer Unterschrift neuerlich sozusagen zu bekunden, dass ich immer noch möchte, dass meine Freunde, Tante, Onkel, wer auch immer sich um mich kümmern soll, rechtlich, dass ich das immer noch möchte. Das empfiehlt sich einfach. Wenn so ein Blatt 13 Jahre alt ist, ist es immer schwierig, da die Glaubhaftigkeit auch nachzuweisen. Wir wollen damit einfach nur wissen, dass die Therapien, die wir vorschlagen, auch immer im Sinne des Patienten sind. Und auch, dass das, was wir uns überlegen, an der weiteren Versorgung zum Beispiel, möchte jemand wirklich ins Pflegeheim, tatsächlich dem entspricht, was derjenige sich gewünscht hat oder eben auch nicht gewünscht hat. Das sind im Groben die Themen, die wir besprechen wollen. Wenn noch Fragen sind, dann gerne, würde mich freuen. Von meiner Seite ist es das erstmal.